Hallo und WB und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Weiß 2. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört hier in Stratos Kanalisation. Wir haben zwei Orden am Pokédex von 32. Ja, jetzt ist es endlich auf Deutsch. Also komplett auf Deutsch. Ich habe jetzt die deutsche ROM. Ja. Diesmal ohne Skull. Also unseren Skulldex, der uns immer Informationen gegeben hat von diesem Dash. Ich muss jetzt mal gucken, Pokémon. Ich weiß gar nichts mehr. Na, wir hatten Kyo 21, Lucy 20, dann ist Lucy nach vorne. Und Katz. Ja, nehmen wir uns den nochmal vor. Ah, warte, ich habe ja etwas verloren. Warte bitte, ich hab's gefunden. Moment, der hat was verloren, dann hat er es wieder gefunden. Hä? Hey, warte, ich habe etwas verloren. Warte bitte, bis ich es gefunden habe. Chill, Bro. Will er irgendwas? Level 17, 16? Okay. Was mach ich denn? Kaltklingen, was war denn das? Ach, Gott, ich weiß gar nichts mehr. Ne? Warum ist das so stockend? Also, weil ich aus Versehen auf Vorsprung komme oder was? Zack. Oh, Hyperzahn ist lästig. Also Hyperzahn ist richtig lästig. Was macht Ratzfatz da? Ratzfatz wurde von Wickel verletzt. Ah, der hat Wickel. Ah, Wickel war damals mal richtig geil. Was ist das denn da für ein verbuggter Shit? Der Pokéball, was ist mit dem los? Ist der immer so? Sieht voll komisch aus. Ich habe absichtlich zu Bad angegriffen. Oh, Flügelschlag, das geht wieder. War sehr effektiv. Das ist ja Pflanze. Gegen Flug. Und Flug ist sehr effektiv gegen Pflanze. Und Aquaknarre. Und tot. Wunderbar. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt warten, bis er den Scheiß gefunden hat? Ah. Chia hat das Item gefunden. Chia verstaut das Item Krummlöffel in der Itemtasche. Ja, Krummlöffel bekommt dann auf jeden Fall mein Evoli. Ah. Hey! Was wollt ihr? Den Plasma-elenden Halunken! Wie bitte, behandelt uns nicht, als wären wir die Bösen. Wir wollen die Pokémon befreien, stellt euch nicht in den Weg. Halt den Mund, die Pokémon befreien von wegen, ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe. Außerdem benutzt ihr die gestohlenen Pokémon wie Werkzeuge. Halt die Klappe, wir mit eurem Pokémon. Los geht's hier. Jetzt geben wir dem Plasma auf die Fresse. Boah, die Musik. Voll, Döner. Was geht mit der Musik? Ah, oh, die haben hier Ganovil. Ich möchte nämlich auch Ganovil haben, weil Ganovil ist richtig gut. Kaltklinge, aber es war physisch, ne? Definitiv. Ja, ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Aber nur ganz klein bisschen. Zack. Ja, Ganovil. Da einmal Wasser, einmal tot. Ey, Moment, das war ja gar nicht ich, der ihn getötet hat. Ey, ich mache mit dem Volltreffer und töte den nicht. Scheiße, also ist das. Du weißt, gerade neues Spiel wieder und total verbuggt. Der Pokéball geht auch gar nicht zu. Wie schlecht. Einfach schlecht. Okay, das liegt halt daran, so eine ROM läuft halt nicht immer einwandfrei. Ich habe das Spiel auch zu Hause, von daher darf ich die ROM benutzen. Also, ist das die rechtliche Sache auch geklärt, ne? Ah, beim Fliegen sind sie so schnell, wie ein Nagelotz. Also gut, lass uns weitersuchen, vielleicht sind hier noch mehr davon denen. Ich glaube nicht, dass du nötig ist, ihr zwei. Ah, na doch, Kamisula. Bist du nicht Arti, der Arenaleiter? Wer bin ich? Ich heiße Arti. Ich habe tief in der Kanalisation keine verdächtigen Personen gesehen. Wirklich? Es stimmt.
Ich bin wegen Team Plasma auch alarmiert worden, aber ihr wollt nicht nach draußen gehen. In der Kanalisation ist es so schwul, Öl. Ja, stimmt ja. Hat die Arenaleiter nicht vor 2 Jahren gegen Team Plasma gekämpft? Danke für deine Hilfe eben. Wir benutzen das. Wut? Stärke, jetzt schon. Ich werde auch den Rest von Team Plasma aufspüren. Ich, Pokémon-Diebe, werden ihn niemals verzeihen, niemals. Und weg ist er. Hey, du da! Oh, das ist Obermacker, ich muss ja anders sprechen. Du hast dich gegen Team Plasma ausgezeichnet geschlagen. Und wie du Kraft deiner Pokémon freigesetzt hast, ausgezeichnet. Wirklich wunderbar und sehr aufschlussreich. Jetzt wird mir einiges klar. Wer war das? Naja, egal. Was hast du jetzt vor? Du kannst hier bleiben und deine Pokémon trainieren. Du kannst aber auch in meine Arena kommen und mich herausfordern. Also man sieht sich. Ich will Evoli. Ich will fucking Evoli. Ihr hättet gerne Evoli. Ratzfatz, Level 14. Boah, das Problem ist halt so lästig. Au. Was habe ich jetzt gemacht? Ein Level up. So, erstmal Pokémon wechseln. Tausch. Tausch. Lucy gegen Kyo-Punkt. Kann ich hier rüber? Nö. Ist hier ein geheimer Schalter oder so? Nö. Okay, ich komme nicht an den Pokéball ran. Truch? Ah, Zubat. Hätte ich eigentlich auch gerne. Oh, Lucario habe ich. Hat sich also entwickelt. Ja, geil. Kraftwelle. Dürfte nicht sehr effektiv sein. Zack. Ja, das heißt, ich gehe dann mal. Hey, ich sollte mal ein bisschen trainieren, bevor ich weitermache. Das ist sehr schlimm mit mir. Kann ich jetzt eigentlich hier lang? Hat er jetzt eigentlich sein Item gefunden, der Typ? Wieder ein Zubat, da renne ich wieder weg. Ich habe auch einen Knacker. Run. Zack, ja, er ist weg. Hä? Kurz vorm Ausgang, ne? Ein Slimer. Weiß nicht mehr, was das für ein Typ ist. Aber auf jeden Fall Gift noch was, ne? Versuchen wir mal Kraft, ey. Zack. Ja. Auf jeden Fall nicht sehr effektiv. Aber paralysiert und Aussetzer. Ei. Ja, den Slimer mach ich fertig. Den mach ich fertig. Ja, Ruckzuckieb. Zack. Der hat man nützt ja auch nichts mehr, bis jetzt eh tot. Oh, ich hätte so gern Evoli, ne? Dun, 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 dun. Zack. Frühling. Sommer. Hier ist auf jeden Fall der Platz, wo ich Evoli kriegen kann. Sie hat das Item gefunden. Wundersaat. Das ist immer Sommer oder was? Ja, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich möchte ein Evoli und dann möchte ich ein Psyan. Weil es schon fest im Team eingeplant. An der Stelle ist Grundstein für Stratos City gelegt worden. Das ist doch schön. Jetzt will ich einen scheiß Evoli. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich in dem Kampf... Oh. Von dem Evoli. Vielleicht ist das ja schon das Evoli. Nein, es ist wieder das Ding. Dieses Ohr doch, ne? Ist das schlimmste Vieh von allen. Keiner will das. Es kann nichts. Es ist scheiße. Es sieht auch scheiße aus.
Oh doch. Mann, 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 immer diese Ohrdochs. Zu nichts zu gebrauchen, zu nichts zu gebrauchen. Aber geben wir vielleicht ein bisschen Erfahrung. Ja, wow! Ich liebe Ohrdochs! Erstmal eine Runde Ohrdochs suchen. Wow! Ohne Scheiß, 1000 Erfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass 1000 so viele Auswirkungen hat. Also gleich mache ich einen Cut. Und, was ist das denn? Na, Lilumpin. Komm dann wieder, wenn... ja. Wenn ich ein Evoli gefunden habe. Bis gleich. So. So lange hat es gar nicht gedauert. Ich weiß nicht, wie wann ich aufgehört habe zu machen, aber da ist es. Das Ding will ich haben. Wenn es mir jetzt nach einer Aquaknarre verreckt, ne, dann raste ich aus. Okay, ich krieg zwei Aquaknarren rein. Ich krieg zwei Aquaknarren rein, weil das wird mein richtig bestes Ding. Oh, es wird so OP. Sollte ich keine Pokebälle mit haben, ne? Ich krieg grad voll die Panik, wenn ich keine Pokebälle mit hab. Bitte nicht, bitte nicht. Boah, so viel. Das ist ein Flattball. Ein Unruhigball, das zu Beginn des Kampfes sehr wirkungsvoll ist. Ah ja, wenn ich direkt werfe, ne? Erstmal Pokeball. Und ausgebrochen. Was das Beste wäre, wenn Evoli mich auch noch mein ganzes Team holt. Aber kurz vor Ende setze ich auch noch eine Timerbälle ein. Damit, ja, damit ich halt. Man sieht nicht mal mehr, wie die Bälle rollen. Was soll das? Oh. Egal. Ich bin nur hier wegen dem Evoli. Alles andere ist mir egal. 1, 2, 3! Ja! Evoli ist mir! Fuck ja! Aufgrund deiner genetischen Anomalie kannst du Entwicklung viele verschiedene Formen haben. Ja, ich möchte jemanden Spitznamen geben. Das ist das Beste. Evoli, was ich haben kann. Und das heißt, dass so ein cooles Psyana wird. Ah, weißt du, ich hasse es eigentlich. Wieso muss es männlich sein? So kann es nicht weiblich sein. Dann ist das jetzt Tony. Tony, das Evoli. Tony Deluxe, könnte ich sagen. Enter. Geil. Es mag es sehr entspannt. Was hat es denn? Rot war hoch, ne? Bitte sag rot, das hoch. Ja, rot ist hoch, weil die hat drei. Ah, Verteidigung. Arg. Ich dachte, das wäre Spezialangriff. Okay. Ich weiß auch nicht. So gut ist es nicht. Was hat's denn für Attacken Biss, ne? Was hat Biss? Das ist super. So, jetzt erstmal ein bisschen trainieren mit dem Evoli. Ich würde mal sagen, bis es Level 22 ist. Ja, 22. Also sehen wir uns gleich wieder. Guckt auf die Uhr, jetzt ist 16:27. Mal gucken, wie lange ich brauche für Level 22. Ja, ein paar Cuts in dieser Episode. Aber mein Wunschtraum ist in Erfüllung gegangen. Evoli! Und jetzt werde ich Psyana daraus machen. Es sei denn, es verreckt die ganze Zeit. Dann hasst es mich und dann wird es nichts draus. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und zwar schneller als erwartet. Es ist 16:43.
Ja, und schon ist Evoli 22. Ich nehme alles zurück, was ich über Ordochs gesagt habe. Ordochs sind die besten Gegner, die man bekommen kann. Die geben 1k Erfahrung, die anderen hier geben 100. So, auf unser... Ich wollte nicht tauschen, vor Toni Bericht verstanden. Tonis Werte, ganz klar, der Spezialverteidigung auf 39. Oder geht der Angriff hoch? Nee, alles ist höher. Das war der Spezialangriff. Wieso ist der Spezialangriff am niedrigsten? Ich brauche Spezialangriff, sonst wird das schlechteste Psyana ever. Naja, ich arbeite dran. Also, hier seht ihr die Werte, Level 22. Mit dem Attacken bezirzt, sind wir dazu gekommen, ist 600. Und stiehlt das Item vom Gegner. Also, sehr gute Attacke, ist fast wie Biss. Also, ist genau wie Biss, nur halt vom Typ normal. Rückkehr habe ich hier beigebracht. Weil. Die muss ja stark werden, die Attacke. Ja, er hat nichts Neues, ist auf sein Level gestiegen. Er ist recht nicht. Mein Team wird sowieso kotzig. Allein die Stadt. Also ein Competitive Play kann ich sie vergessen. Ja. Super! Los, Toni! Sag es, Toni! Sag es, Toni! Nein, immer wieder Toni rufen. Gute Alte, hier ist alles voller Wasser. Hä? Hä? Das ist ja alles voller Wasser. Oder war es eben auch schon voller Wasser? Hä? Ich check grad nichts. Komm ich jetzt nicht zurück oder was? Ah, das ist ein Gegner. Zum Putzen braucht man mehr Energie als man denkt. Putzen ist mein Training. So, als wäre es ein Hausmeister. Tatsache, Hausmeister Piotr. Jokle! Ja, Bloodstain mit den Zähnen. Erstmal, ja, fuck, ist das so. Vielleicht hat er ein Item. Aber scheinbar nicht viel Verteidigung. Unrat Detox. What the fuck sind das für Namen? Ich war noch nie ein Fan von den neuen Namen. Unrat Detox. Ich kenne das Spiel ja normalerweise nur auf Englisch. Also Black and White habe ich noch auf Englisch gespielt. Und ja, alles ist besser als Unrat Detox. Dazu fällt mir auch einfach nichts ein, was ich dazu sagen kann. Unrat Detox. Vielleicht werde ich auch einfach alt. Ja, vielleicht. Ich hätte ein Buch bei dir. Tja, das Item gefunden. Nicht special. Das ist nicht das Item, das ist der Schrott. Und ein Slimer. Das ist der erste Generation. Genauso wie Evoli. Ich meine, so ein Slime ist schon gut. Was will der? Puh, endlich habe ich das hier zurückgeschaltet. Willst du weiter hineingehen? Es findet dort nur so von drinnen und dann, ob du es weißt. Eigentlich will ich raus. Weil ich habe keine AP mehr. Was nützen mir Trainer, wenn ich keine AP mehr habe? Das war sowas von nichts mehr. Ja, okay, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier hin und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Kanalisationsgeballer mit Pokémon, die halb tot sind. Bis dann, Leute. Und nicht vergessen, es ist viel. Hä? Nein, ich liebe euch alle. Bis dann.